Ja, meine Damen und Herren, jetzt haben wir die Urteile und darüber möchte ich sprechen mit unserem Westbalkan-Experten Marlon Hermann. Guten Tag, Marlon. Was sind für Urteile gesprochen worden? Vielleicht sollten wir die erst einmal ganz kurz erklären. Sie haben das Ganze ja beobachtet in den vergangenen Stunden. Der Vorsitzende Richter hat um 14 Uhr angefangen, die Urteilsschrift zu verlesen und hat sich sehr viel Zeit genommen, dezidiert die 11 Anklagepunkte durchzugehen. Darunter unter anderem den Vorwurf des Völkermordes von Srebrenica und den Völkermord in 7 weiteren bosnischen Gemeinden. Verantwortung für die Belagerung von Sarajevo. Man muss sich vorstellen, Sarajevo war während des Krieges 1432 Tage belagert, knapp 44 Monate. Man kam nicht rein, man kam nicht raus. 10.000 Menschen sind da ums Leben gekommen. Und für diese Punkte, aber auch für Verbrechen gegen die Menschlichkeit, saß heute Radovan Karadzic auf der Anklagebank und hat stoisch dieses Urteil mitgenommen. Ab und zu guckte er etwas verwundert, wenn es gerade um die Punkte des Völkermordes ging. Da hat der Richter dann in dem Punkt, dass 7 weitere Gemeinden in Bosnien, wo er diesen Völkermord begangen haben soll, da konnte man ihm keine persönliche Schuld in der Führungskette nachweisen. Aber, und das ist, glaube ich, etwas an diesem historischen Urteil, es ist einer der Hauptverantwortlichen des Bosnien-, des Jugoslawienkrieges hier heute verurteilt worden zu 40 Jahren Haft. Und der Punkt, der hier am wichtigsten war, war natürlich der Völkermord von Srebrenica, für den Radovan Karadzic die Verantwortung mitträgt. Gut, also 40 Jahre. Wie würden Sie das jetzt bewerten, dieses Urteil? Ist es gerecht, wenn man das überhaupt jetzt noch nachher bewerten darf, oder hätten Sie eventuell noch mehr erwartet? Naja, die großen Vorwürfe, die im Raum standen in Bezug auf den Völkermord, sind natürlich sehr, sehr schwierig nachweisbar. Denn man muss letztendlich eine Bestätigung finden, dass die tatsächliche Ermordung und die Ausrottung eines Teils der Bevölkerung von ihm persönlich beauftragt worden ist. Da hat das Gericht sehr dezidiert auseinandergenommen, in welchen Fällen denn tatsächlich Radovan Karadzic belangbar ist. In Srebrenica ist es der Fall. Er ist in seiner Funktion damals als Präsident der serbischen Bosnien der direkte Vorgesetzte der Truppen gewesen, der Befehlshaber. Und in der vorherigen Verteidigung hat Karadzic immer wieder versucht zu zeigen, dass er nicht persönlich dafür verantwortlich war, sondern er nur gegen muslimische Terroristen in dieser Schutzzone der UN, also Srebrenica, vorgegangen ist. Das hat das Gericht anders gesehen und hat ihn klar an diesem Punkt auch festgenagelt. Also hier trägt er mit die Verantwortung. Für die Opfer ist es natürlich ein später Triumph, weil man natürlich auch ein Urteil erwartet hat. Einige wünschten sich lebenslänglich, das hat sich jetzt nicht erfüllt, aber Radovan Karadzic ist 70 Jahre alt, bei 40 Jahren Strafmaß wird er wahrscheinlich keinen Fuß mehr auf freien Boden setzen. Gut, also das ist ja eine Odyssee auch ein bisschen gewesen, auch von Seiten Karadzics, wie er sich innerhalb des Gerichts und der Verhandlungen verhalten hat, aber auch zuvor. Sie waren dabei 2008, als er festgenommen wurde, aber vorher war er 13 Jahre unentdeckt untergeschlüpft irgendwie. Wie haben Sie das erlebt? Ich war in Belgrad 2008, als im Mai der Zugriff erfolgte, in Neubelgrad. Das ist eine Vorstadtsiedlung mit Hochhäusern, sehr anonym. Man kommt schwer in diesen Bereich hinein. Das ist letztendlich ein anonymes Leben. Und dort erfolgte der Zugriff. Natürlich auch, weil die serbische Regierung in der Zeit auch massiv angefangen hat, sich gegenüber Europa zu öffnen. Und man eine stärkere Zusammenarbeit mit dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag gefordert hat. Und so erfolgte dann der Zugriff während der Nacht. 13 Jahre hat er sich dort aufgehalten, hat in Serbien als Heilpraktiker unter dem Namen Davor Dabic sogar seine Dienste angeboten. Und Sie können sich vorstellen, bei 13 Jahren, die man im Untergrund lebt und eigentlich einer der meistgesuchten, wenn nicht sogar der meistgesuchte Mensch der Welt gewesen ist, dass das nicht funktioniert hat ohne Helfer, die es im privaten Kreis von Karadzic gab, aber natürlich auch zu dem Zeitpunkt noch in Geheimdienstkreisen in Serbien. Man merkt ja heute noch, dass es da ein gespaltenes Verhältnis gibt in Serbien. Die einen finden es gut, dass er verurteilt wurde heute. Die anderen sagen gar nicht so gut. Das ist auch dieser Zwiespalt zwischen Pro-Europa und Kontra-Europa. Das interessiert aber ein Kriegsverbrechertribunal nicht. Deswegen schauen wir jetzt mal ganz kurz auf Ausschnitte aus der Urteilsverkündung. Für den Angeklagten lagen 11 Anklagepunkte vor, 2-mal wegen Völkermord, 5-mal wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, und zwar Verfolgung, Mord,
Vernichtung, Deportation und Zwangsverschleppung und viermal wegen Verstoß gegen die Kriegsgebräuche, Mord, Gewalttaten mit dem Hauptziel, Schrecken zu verbreiten unter der Zivilbevölkerung, unrechtmäßige Angriffe auf Zivilisten und Geiselnahme. Dementsprechend stellt die Kammer fest, dass Mord, Ausrottung und Verfolgung für den Angeklagten vorhersehbar waren. Die Verfolgungshandlungen, die vorhersehbar waren, waren grausame Behandlung, Zwangsarbeit, auch Arbeit an der Front, Verwendung menschlicher Schutzschilde, Aneignung von Vermögen und zur Verwendung von Privatvermögen sowie Zerstörung von Gotteshäusern und Privatgebäuden. Als Schlussfolgerung können wir im Hinblick auf die jeweiligen betroffenen Gemeinden feststellen, dass der Angeklagte als Einzelperson strafrechtlich verantwortlich ist nach Artikel 7.1 der Statuten wegen Verfolgung, Vernichtung, Mord, Deportation und Zwangsverschleppung als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Mord, Verstoß gegen die Kriegsgebräuche. Die Kammer stellt fest, dass die Absicht der SRK-Einheiten und ihrer Kommandeure darin lag, gegen Zivilisten vorzugehen und wahllos oder unverhältnismäßig die Stadt Sarajevo zu beschießen. Die Kammer ist dementsprechend überzeugt, dass die SRK eine Kampagne mit Angriffen von Scharfschützen und Granatenbeschuss von Sarajevo durchführten, um die dortige Zivilbevölkerung zu terrorisieren. Die Kammer stellt außerdem fest, dass diese Kampagne dazu führte, dass Tausende von Menschen, von Zivilisten in der Stadt verletzt oder getötet wurden während des betreffenden Zeitraums. Die Kammer stellt außerdem fest, dass alle Zivilisten, die in der Stadt während dieser Zeit lebten, große Angst erleben mussten und in beträchtliche Not gerieten. Sie wussten nie, wann die SRK-Einheiten sie beschießen würden. Als Präsident der Republika Srpska und Oberkommandierender der VRS-Streitkräfte war der Angeklagte die einzige Person in der Republika Srpska, die die Befugnis hatte, einzugreifen, um zu verhindern, dass die muslimischen Bosnier getötet wurden. Statt aber einzugreifen, um die Morde zu verhindern, hatte der Angeklagte selbst die Weisung erteilt, die bosnischen Muslime, die in Haft waren und in Bratnost festgehalten wurden, woanders hin zu ihrer Tötung, zu ihrer Ermordung verbracht werden sollten. Sie wurden nach Zvonik gebracht und dort umgebracht. Aus den genannten Gründen, die während dieser Verhandlung genannt wurden, hat die Kammer, nachdem sie alle Beweise der Staatsanwaltschaft geprüft hat und auch die Argumente der Verteidigung, stellt also die Kammer fest, dass sie, Radovan Karadzic, nicht gültig sind des Anhaltspunktes 1, des Anklagepunktes 1, Völkermord, aber schuldig folgender Anklagepunkte, 2, Völkermord, 3, Verfolgung als Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 4, Ausrottung als Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 5, Mord als Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 6, Mord als Verstoß gegen die Kriegsgebräuche, 7, Deportation als Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 8, Zwangsverschleppung als weiterer unmenschlicher Akt und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 9. Ausübung von Terror als Verstoß gegen die Kriegsgebräuche. 10. Unrechtmäßige Angriffe auf Zivilisten als Verstoß gegen die Kriegsgebräuche. Und 11. Geiselnahme als Verstoß gegen die Kriegsgebräuche. Die Kammer verurteilt Sie hiermit, Radovan Karadzic, zu einem Strafmaß von 40 Jahren Haft. Please be seated, Mr. Karadzic. Haft
und auch die klare Zuordnung Völkermord in Srebrenica. Wie wird dieses Urteil, Marlon Herrmann, denn eventuell in der Region aufgenommen, also in Serbien und auch drumherum? Man muss sich vorstellen, dass nach dem Krieg da eine tatsächlich getrennte Geschichtsschreibung betrieben wird und auch in der Zuordnung von Opfertätern das natürlich getrennt läuft. Die Serben, und es gibt Gruppen, die nach wie vor als Helden feiern. Vor einer Woche etwa wurde im serbischen Landesteil Bosniens ein Studentenwohnheim nach Radovan Karadzic unter tatsächlich der Anwesenheit der politisch wichtigen Akteure dieses Landesteils eingeweiht. Die Bosnier, die Bosniaken, die Muslime und die Kroaten sehen das natürlich ganz anders. In der Region wurde überall in allen Fernsehsendern tatsächlich dieser Prozess jetzt auch live übertragen. Es ist gespalten und das bleibt es nach wie vor. Natürlich für die Opfer, und da gucken wir natürlich gerade auf Srebrenica, ist das ein später, aber ein zumindest richtig erfolgter Richterspruch. Denn das sorgt bei vielen dafür, dass man vielleicht mit diesem Thema auch abschließen kann. Sie waren in Srebrenica, haben sich dort umgeschaut, mit den Menschen gesprochen. Das Massaker dort, das gilt ja als Völkermord, und das ist dann schon mal der erste festgestellte Völkermord in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg zumindest. Wie leben die Menschen heute dort mit ihrer Geschichte und auch mit dem Leid? Also es ist sehr trist. Man muss sich vorstellen, in Bosnien sind während des Krieges knapp 2,2 Millionen Menschen vertrieben worden. Davon war auch Srebrenica betroffen, eine Gemeinde mit 6.000 Einwohnern vor dem Krieg und heute mehrheitlich von serbischen Bosniern bewohnt. Über der Stadt schwebt das natürlich und es gibt eine hohe Arbeitslosigkeit. Man merkt dann doch diese Tristesse. Einmal im Jahr, den Jahrestag am 11. Juli, begehen dort natürlich die Nachfahren bzw. auch die Hinterbliebenen der 8.372 ermordeten Menschen dort eine Trauerfeier. Und man muss schon sagen, dass das ein sehr dunkler Flecken ist und diese Stimmung sich natürlich überträgt. Man denke an Konzentrationslager, die eine ähnliche Stimmung übertragen. Auch das schwebt über dieser kleinen bosnischen Stadt. Auch die Suche nach noch Toten, die man noch nicht gefunden hat, gehört auch zur Tagesordnung? Selbstverständlich. Die Serben haben sich sehr viel Mühe gegeben, während des Krieges ihre Spuren zu verwischen. Teilweise wurden Massengräber ausgehoben, die dann wieder ausgegraben worden sind. Die Leichen in andere Massengräber verbracht worden, um hier, wie gesagt, diese Spuren zu verwischen. Ich bin dem auch mal nachgegangen in einem Film. Also das ist etwas, was nach wie vor die Menschen vor Ort beschäftigt. Und nach wie vor sind auch nicht alle Toten tatsächlich identifiziert. Weil man muss sich vorstellen, die Körperteile sind getrennt. Die müssen mit DNA Analysen zugewiesen werden. Also es gibt heute auch noch Opfer, die nicht wissen, wo ihre Hinterbliebenen sind. Die gelten bis jetzt als verschollen und für die geht die Suche letztendlich nach einem Warum und vielleicht auch nach Frieden weiter. Ja, Frieden ist ein gutes Stichwort für das Ende unseres Gesprächs, aber wir sind gar nicht am Ende, sondern der eben gerade angekündigte Film, den zeigen wir jetzt. Denn Ihre Zeit in Srebrenica, die war mehr als bemerkenswert. Dankeschön dafür. Da je meni ove noći tebe sanjati, majko, da mi hoćeš, mila moja, na san doći ti. Moje dijete nije čitavo tijelo, mog djeteta ne ima, samo pola od pojasa gore ne ima, grudnog koša ne ima, glave ne ima. I od mog muža isto tako, nisam moje dijete tako rodila. Nur weniges erinnert an die Zeit, als hier in Srebrenica der Bosnienkrieg seinen traurigen Höhepunkt fand. Serbische Truppen nahmen die mehrheitlich von Bosniern bewohnte Stadt ein, vertrieben Zehntausende und ermordeten etwa 8.000 Jungen und Männer. Viele werden bis heute vermisst. 5 Kilometer außerhalb von Srebrenica, hier in Potočari, lag der ehemalige Stützpunkt der Vereinten Nationen. Tausende Bosnier flohen hierher. Sie hofften auf Schutz bei einem Bataillon niederländischer Blauhelme, vergeblich. Denn diese verhinderten das Morden nicht.
Dieses Bataillon hat eine Stärke von 350 Mann gehabt. Damit gegen eine Mahalla von etwa einer Divisionsstärke mit Panzern und Artillerie zu kämpfen, ist purer Selbstmord. Selbst wenn sie das getan hätten, hätten sie auf die Dauer die Menschen in Srebrenica nicht schützen können. Und so sind es heute die identifizierten Opfer des Massakers von Srebrenica, die man hier nach Potocari überführt. Dieses Jahr werden so viele beigesetzt wie noch nie. 775 Männer und Jungen. Zurück bleiben die Überlebenden, die Abschied nehmen von ihren Brüdern, Vätern und Söhnen. Die meisten von ihnen sind nur einmal im Jahr in Srebrenica. Anders Hadija Mehmedovic. Sie ist zurückgekehrt. Seit 8 Jahren lebt sie nun wieder hier. Ihr Schicksal, sie muss dieses Jahr ihre beiden Söhne und ihren Ehemann beerdigen. Iz Srebrenice sam, tu sam i rođena na Srebreničkoj opštini živjela, a i vratila sam se na Srebreničku opštinu. I tu sam stekla 2 djece. Jako sam lijep život imala i mislila sam nije niko sretniji od mene. I kad dolazi te 90. godine, počinje rat, već počinje da bukti i oko nas i u Srebrenici. Slobodan Milošević, der serbische Präsident, war es, der die Serben in Jugoslawien 1989 einschwor auf einen heiligen Krieg. Sein Ziel, die Errichtung eines großserbischen Reiches auf dem Balkan. Milošević hat sehr stark die nationale Karte gespielt, in dem Moment, wo er erkannt hat, dass er damit die Massen mobilisieren kann für seinen eigenen Machtaufstieg. Schon bald rollten Panzer. Erst in Slowenien und Kroatien und dann in Bosnien. Die Schlagkraft der serbischen Verbände war denen der Bosnier überlegen. Serbien hat unzweifelhaft reguläre Truppen und vor allem Spezialkräfte, paramilitärische Truppen nach Bosnien entsandt, um den bosnischen Serben unter die Arme zu greifen. Also ich würde es schon als Aggressionskrieg der Serben bezeichnen. Man hat eine Armee aufgebaut, man hat sehr viele Offiziere der jugoslawischen Armee in dem serbischen Raum gehabt, die man genutzt hat. Man hat kaum Truppe gehabt und die Truppe hat die jugoslawische Armee nachgeschoben. Die Serben haben ja klar erklärt, sie wollten entweder in Jugoslawien bleiben oder ihren eigenen serbischen Staat innerhalb Bosniens gründen. Das war hochproblematisch, weil innerhalb Bosniens keine einzige Gemeinde ethnisch homogen war. Der Serbenführer Radovan Karadzic und General Ratko Mladic waren es, die in Bosnien die Verbrechen planten und steuerten. Wir wissen heute, dass die sogenannten ethnischen Säuberungen, das heißt die planmäßige Vertreibung der nicht-serbischen Zivilbevölkerung, von langer Hand vorbereitet und auch systematisch durchgeführt worden ist. 1993 dauerte der Krieg in Bosnien bereits 2 Jahre. Der Großteil des bosnischen Territoriums lag in serbischer Hand. So auch das Gebiet um Srebrenica. Mehr als 60.000 Menschen flüchteten in die Stadt. Und der französische UN-General Philippe Morillon versprach Schutz, rief sie zur UN-Schutzzone aus. Einzige Bedingung, die Eingeschlossenen mussten ihre Waffen abgeben, sich unter den Schutz der Vereinten Nationen stellen. Ein holländisches Bataillon, schlecht ausgerüstet, sollte Srebrenica verteidigen. Der Hauptschuldige ist die UNO. Denn die UNO hat eine UN-Sicherheitsresolution rausgegeben und hat gesagt, Srebrenica wird eine Schutzzone, ohne zu sagen, was bedeutet das. Und ohne genügend Soldaten hinzustellen, mit dem Auftrag, die Menschen dort auch wirklich zu schützen. Der Auftrag des niederländischen Bataillons war im Grunde genommen, nur dann zu den Waffen zu greifen, wenn sie selbst angegriffen werden. Das heißt, nur zum Selbstschutz Waffen zu greifen. Im Juli 1995 drohte Mladic den UN-Truppen, die Stadt einzunehmen. Der holländische Kommandant forderte Luftunterstützung an, doch die UN lehnte ab. Serbische Verbände eroberten die Schutzzone ohne Gegenwehr. Vor den Augen der UN-Soldaten begann der Völkermord. Es begann die Selektion. Tausende Frauen und Kinder wurden nun in überfüllte Busse gepfercht. Sie sollten in Sicherheit gebracht werden auf bosnisch kontrolliertes Gebiet. Tagelang dauerte die Deportation. Verzweiflung machte sich breit. Das Schicksal der Männer war ungewiss. Viele hofften vergeblich, dass auch sie abtransportiert würden. Sie mussten bleiben und fielen den Serben schutzlos in die Hände.
A kad je došao taj kobni 11.95. i 11. juli, tada je u Srebrenici počinjen genocid pred očima čitava svijeta. I da sram bude čitava svijeta. Tada sam se rastavila, na 11. juli sam se rastavila o svoje tvoje djece i o svog muža, o svoje braće, o svojih najmilijih. Die Serben führten die Jungen und Männer in die umliegenden Wälder. Dann begann das Morden. Die Leichen verschleppt und verscharrt. Srebrenica wurde zum Synonym für den Völkermord an den Muslimen in Bosnien. In Massengräbern verscharrten die serbischen Soldaten die Opfer ihres Verbrechens. Über 30 existieren alleine in der Region Srebrenica. Und immer wieder werden neue durch Hinweise aus der Bevölkerung entdeckt. Njihova tijela rastrgavali su iza tih primarnih grobnica i da bi prekrili taj zločin odvozili su masovne grobnice sekundarne gdje je nađeno i od mog djeteta starijega moga Zmira tijelo u jednoj od masovnih sekundarnih grobnica i od mog muža Abdullaha. Tako da sam prepoznala mog starijeg sina što je nađeno nešto malo odjeće samo što je preko pojasa ostalo. Znam da je nosio zeleno tamni farmer, da je nosio jedno kao lančić oko vrata, što je to bilo kao neka hamailija. Po tome sam ga prepoznala, identifikovala. Im Gedenkzentrum von Potočari finden jährlich die Beisetzungen der Opfer des Völkermordes statt. Der 11. Juli. Er ist von der Europäischen Union zum Gedenktag des Massakers von Srebrenica ausgerufen worden. Jahr für Jahr nehmen hier die Angehörigen Abschied von ihren Toten. Für die Hinterbliebenen bleiben nur Schmerz und das Unverständnis, wie durch Menschenhand so etwas geschehen konnte. Ako ne voliš da tebi neko učini nešto ružno i da se desi, ne desi nešto ružno, tako ne treba raditi ni drugom. Međutim, ti zlikovci nisu imali milost. Ubili su sve što su mogli. Tu mene su ubili sve. Ubili su mi dvoje djece. Ubili su mi muža, moja dva brata, od mog brata njegova dva sina, od moje sestre njezina dva sina. Der Zustrom der Besucher reißt nicht ab. Dem ist Srebrenica kaum gewachsen. Und jährlich werden es mehr. Hotels gibt es nicht. Die meisten bleiben nur für wenige Stunden. Kad smo ugledali sve te spomenike, nadgrobne, zaista ostali smo bez riječi. Iako sam drugi puta ovdje, stvarno sam opet bez teksta. Mislim da dugujemo to ljudima koji su ovdje nastradali, koji su ovdje proživjeli sve to što su proživjeli, da im na neki način mi odamo da smo tu s njima i da na neki način odamo da ne mogu uništiti, bez obzira koliko se trudili, ne mogu uništiti jedan čitav narod. Pa ovako, moj cilj je da ovo što se ovdje desilo ne budu samo brojke, jer ljudi pričaju samo 8.000, 10.000, to kora smo na času matematike. Jer tek kad se vidi ovo, tek kad probate izbrojati, treba vam pola dana da 8.000 nabrojite, kao da pobijete toliko ljudi. I onda ti to sve navede da malo o tome razmišljaš, pa kad onda razmišljaš, onda dođeš ovdje da vidiš i da se uvjeriš onoliko koliko možeš, čemu se stvari tu radi. I zato sam ja krenuo. Während die Dženaza, das muslimische Trauergebet, beginnt, füllt sich das Gedenkzentrum. Sehr schnell erweckt es den Eindruck, als verliere man den Überblick. Überall an den Gräbern versammeln sich die Familien der Ermordeten, warten, dass die Namen der Toten verlesen werden. Unter ihnen auch Hadidža Mehmedović. 2010. godine, 10. maja, kad su me zovnili, kad su mi rekli da su mi našli drugo dijete, tada su sve moje nade nestale. Tada sam vidjela da su sve ono čemu sam se nadala da više ne postoji, da su mi sve ubili, da nisu imali milosti. Ali eto opet, šta mogu? Da je meni ove noći tebe sanjati, majko, da mi hoćeš, mila moja, na san doći ti.
da mi hoćeš, mila moja, na san doći ti. Na 15. godišnjicu dvoje djece i mog muža. I mnoge majke su ostale ovakve ožalošćene. I šta je još gore, što taj svijet tako gleda kao da su pilići poubijani. Ruža tvoja, njegovana, sama ostala, majko, otkad si je napustila, nije cvjetala. Nach jeder Beerdigung bleibt eine Frage offen. Wie konnten die Vereinten Nationen tatenlos zusehen? Warum hat die Welt nicht eingegriffen, um dieses Verbrechen zu verhindern? Viele der Hinterbliebenen fühlen sich alleine gelassen. Sie wollen nur eins: Gerechtigkeit. Die Täter sollen gefasst und verurteilt werden. Ja, bilo gdje živla, ta tuga moja ide uzame. A ja mislim ako ikome pripada onaj njegov kutak, njegova kuća, njegovo ognjište, njegovi korijeni, da ima pravo da se vrati na svoje korijene, na svoja ognjišta i da živi on gdje on želi.